Hallöchen, hier ist Keok und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes. Wir machen heute die Nebenquests, die zu den Welten von Shadows gehören. Und stürzen uns auch so gleich schon in den Kampf. Ich habe ein kleines Team extra vorbereitet. Wir haben ja unseren guten Xander bekommen, den ich jetzt endlich mal einsetzen möchte. Nabal vom letzten Mal. Und ihr seht, ich habe mich schon um Robin gekümmert. Die ist jetzt schon mal einmal aufgewertet, hat Level 8 und um uns zusätzlich den Rücken zu stärken, kommt Maria auch noch mit. So, dann stürzen wir uns doch gleich mal ins Abenteuer. Nebenquest 5 Teil 1, legendärer Held. Versammelt euch alle, wir haben eine dringende Mission. Die imblanische Armee dringt in eine andere Welt ein, die Welt von Shadows. Diese Welt ist die Heimat eines legendären Helden, der ebenso wichtig ist wie Mars. Oh. Sie wollen Alm. Sie wollen Alm? Er hat wie Mars Falchion geführt und damit Heldenruhm erlangt. Wenn Embla es auf Alm abgesehen hat. Genau, steht eine Menge zu befürchten. Gott, heute habe ich es echt nicht drauf mit dem Lesen. Halten wir sie auf. Oh, liebste Fay, du bist wirklich gut mit dem Bogen, könntest aber trotzdem noch Hilfe gebrauchen. Also verleih dir eine außergewöhnliche Fähigkeit für deinen Bogen. Du lernst mehr dazu, wenn du Gegner damit besiegst. Bald wirst du eine wahre Urgewalt sein. Wie bitte? Meint ihr, dass ich mit dem Bogen schnellere Fortschritte machen werde? Das wird mir im Kampf gegen die fiesen Leute helfen, die es auf Alm abgesehen haben. Ja, es wird es. Und jetzt geh und durchlöchere jeden einzelnen dieser Schurken. Ich glaube, sie sind gerade angekommen. Viel Glück, meine Liebe. Ach ja, es ist wie immer. Veronica stellt uns als den Boomer dar. Und ja, wir haben es natürlich wieder auszubaden. Ich gucke erstmal direkt, wie positionieren wir uns am besten. Ich glaube, ich möchte Fay auf... beziehungsweise Robin auf Fay ansetzen, aber ich weiß nicht, wie das so mit dem Damage aussehen wird. Bewegen wir uns erstmal langsam und vorsichtig fort und gucken, was passiert. Schön. Nabal hat sich gleich den Weg freigeräumt und kann dann direkt weiter zu unserem Axtfreund da drüben. Ach ja, es sieht doch alles gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin relativ zufrieden. Na, du bist hoch da. Natürlich, Xander, du kriegst ihn noch nicht direkt platt, aber du nimmst wenigstens keinen Schaden. Ach, da sieht man auf jeden Fall schon mal, dass sein Angriff, glaube ich, nicht unbedingt der beste ist. Oder könnte er mit dem Level schon ein bisschen stärker sein? Wie sieht das denn bei Nabal aus? Ja, geht eigentlich. War nur seine Verteidigung zu hoch? Ach Mist, die können wir so nicht sehen. Na egal, Robin erstmal drauf da und dann widmen wir uns Fay. Gott, die Arme. 4 zu 1. Das tut mir echt leid. Oder auch nicht. Also los, mach deinen Zug. Oh, sie macht nicht mal Schaden. So überhaupt nicht. Ach, ist das gemein. Und umgeritten. Stage clear. Ich muss mich viel mehr anstrengen, wenn ich gegen Leute wie euch bestehen will. Das musst du wirklich. Mach dir keine Gedanken, Alm. Du hast dein Potenzial noch nicht einmal ansatzweise ausgeschöpft. Ziehen wir uns zurück, schon bald wirst du ein furchterregender Kämpfer sein. Dann werden all unsere Feinde vor dir um Gnade winseln. Ich kann es kaum erwarten. Na, Veronica, ich glaube ja nicht. Ab in den Wald, gucken wir mal, was uns dort erwartet. Und wir treffen auf Claire. Ich? Euch dienen? Wie lächerlich! Ihr seid nur ein kleines Mädchen. That's the spirit! Nun, Claire, durch den Kontrakt seid ihr mir wohl oder übel ausgeliefert. Es ist sinnlos, euch zu widersetzen. Ihr habt keine andere Wahl, als nach meiner Pfeife zu tanzen. Also los, an die Arbeit!
Ja, das stimmt wohl leider. Veronica hat euch da ziemlich in den Fingern. Ich weiß gar nicht, ob wir Maria jemals irgendwie so wirklich brauchen werden. Also vom Level her nehmen wir schon mal kaum Schaden und kommen ja richtig gut voran. Ach schön. Und je nachdem, ob Nabal sich bei mir nicht auf Level 40 platt machen lässt, dann habe ich wenigstens den, den ich aufwerten kann, wenn er so weitermacht mit dem Leveln. Ich habe es vorhin noch mal probiert irgendwie, aber ja, mein 40er-Team hier kriegt das leider nicht gebacken. Nee, du wirst nicht zu dem Typen gehen, du wirst dich hier hinstellen. Also den Typen. Da kommen sie rein, die Level. Okay, du kannst dich dann weiter um den kümmern. Claire wird ja wahrscheinlich gleich auf uns zukommen. Da hätte ich nicht gerechnet, dass Maria noch mal ein bisschen Schaden nimmt. Okay. Aber wieso nicht? Ja, reitest du jetzt hier einfach vor der Lulz ein bisschen umher? Du kannst einfach Schaden abfangen, dann wird Maria nicht weiter angegriffen. Ja, das ist so okay. Das ist so gut. Nein! Robin sollte doch den Kill an mir machen. Nabal, du. Sei nicht so gierig. Ohne allem ließ sich unsere Niederlage wohl nicht vermeiden. Was für eine Schande. Kommt, Lukas, wir gehen. Dieser Kontrakt scheint wirklich verbindlich zu sein. Wir haben keine andere Wahl, als zu gehorchen. Naja, also ich mache euch platt und dann seid ihr frei. Weißt du Bescheid, ne, Lukas? Helms Heldentum. Wird der große Held es schaffen, mit Veronicas Hilfe uns zu schlagen? Ganz klar, sicher nicht. Aber der arme Kerl wird auch noch träumen dürfen. Also gut, Alm. Gebt euer Bestes für mich und ich verspreche euch, vom Kontrakt zu befreien. Wow, okay. Das hören wir aber auch nicht unbedingt oft von Veronica. Nur noch ein letzter Kampf. Mehr verlange ich nicht. Wie ihr wünscht, Prinzessin Veronica. Wir werden alles in die Waagschale werfen. Okay. Diese Art zu reden habe ich bisher noch nicht gehört. Aber ja gut, man lernt nie aus. Ach, und das war schon ein Dialog? Ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen mehr. Na gut, dann eben nicht. Hier, Sender, hab viel Spaß mit allem. Oh Mann, der arme Kerl. Und dann hält Sender sich auch noch selbst. It surely is a bad day for you. Alright. Ja, das macht es auch nicht wirklich besser. Ach, ja, diese Fähigkeit, wo sich Claire zurückzieht, die ist echt praktisch und die habe ich bisher auch nur an ihr gesehen. Überfall. Einheit zieht sich nach dem Angriff ein Feld zurück, wenn sie den Angriff einleitet. Super praktisch. Also die hätte ich echt gern. Ist bestimmt auch ziemlich gut zu nutzen, wenn man in großen Heldenkämpfen ist und da gerade von einer sehr ungünstigen Position wieder weg muss. Mensch, kannst du keinen direkt irgendwie schaden? Maria kann auch keinen Schaden machen. Gut, aber wenn du angreifst, reicht das noch dafür, dass er jetzt down geht? Weil ich glaube, er hatte nur 2. Oh nein, er behält trotzdem 2. No! Ja gut, dann kriegt eben Sender den Kill und das Level up. Ich befürchte echt so im Großen und Ganzen, wenn ich Sander später hochgezogen habe, weil seine Verteidigung so schlecht ist, kann ich ihn kaum wirklich benutzen. Wobei seine Verteidigung geht noch, seine Geschwindigkeit ist eigentlich das mega Traurige. Oh boy. Na, mal gucken, ich kann immer von vornherein so jetzt super schlecht einschätzen, wie stark die Charaktere am Ende nochmal werden. Und dann muss ich einfach schauen, wie sich das
mit seinen Werten verteilt, wenn er später ein bisschen stärker geworden ist. Du kannst sie auch schon mal hochreiten. So sichern wir uns schon mal, dass der nicht zu weit zurückzieht. Weil das wollen wir ja nicht. Na gut, sie bleibt weiter an. Uns dran. Nein! Okay, gosh, so ein Glück. Sender kontert natürlich nicht. Ich dachte, er nimmt Robin jetzt den Kill weg. Aber alles gut. Weil irgendwie gibt der letzte Hit und der Kill nochmal viel mehr Punkte. Und da ich sie hochziehen möchte, ist es natürlich klar, dass ich es da am ehesten darauf abgesehen habe, dass sie die Kills macht. So, und wieder Story. Was? Ihr habt den Kontrakt für alle Zeiten aufgelöst, indem ihr eure Stärke gegen uns bewiesen habt? Oh, Alm, hat dich da etwa jemand verarscht? Tja, deswegen traut man keinen komischen, kleinen, fremden Mädchen. Danke, nun können wir zu unserem Kampf für Sophia? Sophia? Ich würde Sophia sagen, aber vielleicht heißt es ja doch Sophia. Ich glaube, das hat sich gerade beides total gleich angehört, aber naja. Kampf für Sophia gegen unsere eigenen Invasoren zurückkehren. Falls ihr uns erneut begegnet oder meiner Freundin Celisa, dann hoffe ich, dass ihr euch uns anschließt. Hey, Alm, wie wär's mit umgekehrt? Schließ dich doch lieber uns an. Wir brauchen auf jeden Fall mal irgendein Mittel, womit die sich vielleicht locken lassen. Ich besorge mir mühsam ein paar neue Helden, nur damit ihr sie mir wieder entreißt. Warum nur? Warum? Was soll das? Das hat doch alles keinen Sinn. Ich kann einfach nicht. Ich kann nicht. Ich will, dass ihr alle... Das reicht, Veronica. Kehrt zum Schloss zurück. Sofort. Oh, kriegen wir wieder einen neuen Hint? Oh, ich muss also... Nun gut. Ihr schon wieder. Ich warne euch zum letzten Mal. Wenn ihr euch uns in den Weg stellt, muss ich euch töten. Oh, er sieht nicht amused aus. Wir werden nicht locker lassen, egal wie schlimm die Bedrohung auch ist. Ah, Aska, Ade, mein Feind, tot, tot. Was ist denn mit dir los? Bleibt uns vom Leib, sonst schwöre ich, dass ihr unsere nächste Begegnung nicht überlebt. Uiuiuiui. Also wenn das nicht so ein bisschen nach ich bin eventuell besessen klingt. Ja, wahrscheinlich gibt es da noch genügend Story-Anteile, die wir aufdecken können, um herauszufinden, was jetzt nun das wirkliche Übel ist, das die Leute von Embla dazu anstiftet, die ganze Zeit Helden zu beschwören und sie auf Aska zu schicken. Naja, es tut sich weiterhin was und wir haben ja, dank den neuen Beschwörungen, zu Path of Radiance gibt's auch einen ganz neuen Story-Abschnitt bekommen. Rams! Aber um den kümmern wir uns noch nicht sofort. Aber damit ihr schon mal wisst, da haben wir gut was zu tun. Es müssten wieder genau 5 Teile sein, also nochmal viel mehr Sphären, sodass wir noch versuchen können, eventuell Ike zu beschwören. Ja, und wie gesagt, Story gibt es dort. Sehr, sehr viel. Ich habe schon auf einem anderen Account reingeguckt und das gehen wir dann die nächsten Mal irgendwie an. Ich glaube, beim nächsten Mal kümmere ich mich eventuell um ein paar Quests. Ansonsten, ja, lasse ich mich eventuell aber auch überraschen, was so kommen wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dahin, liebe Grüße, eure Kyoko.